Vaders Festung haben wir unter anderem in Rogue One, A Star Wars Story und auch in der Obi-Wan-Serie auf Disney Plus gesehen. Aber das ist bei weitem nicht alles. Neben einem VR-Titel, in dem wir selber durch die Festung streifen, gibt es auch eine ganze Comic-Reihe, die sich um die Festung, ihren Erbauer und die unzähligen dunklen Geheimnisse der Burg dreht. In all diesen Werken erfahren wir, wieso Vader sie ausgerechnet an dieser Stelle erbauen ließ und wieso sie ein so ungewöhnliches Design hatte. Und genau um diese Themen soll es in diesem Video hier gehen, also lasst uns auch direkt anfangen. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Der mit den Taten seines Schülers zufriedene Imperator Palpatine bot diesem, 12 Jahre vor der Schlacht von Yavin, eine eigene Festung an einem Ort seiner Wahl an. Vader entschloss sich für Mustafar, weil er die Vulkanwelt in seiner Verbindung zur dunklen Seite und seiner Verwandlung von Anakin in Vader assoziierte. Palpatine schenkte Vader zudem eine Maske, die das Bewusstsein des uralten Bildhauers und Sith-Lords Momin verbarg. Zusätzlich stellte er ihm seine Chefarchitektin Colonel Alva und ihren Assistenten Lieutenant Rogo zur Seite. Während der Arbeit ergriff die Maske Besitz von Rogo, der jetzt unter dem Einfluss des Sith-Lords die Architektin tötete. Auf Vaders Geheiß hin entwarf Momin die Festung so, dass sie die dunkle Seite der Macht an einem Ort unter der Festung kanalisierte und die Energie so nutzbar machte, um ein Tor zur Macht selbst zu öffnen. Vader erhoffte sich hierdurch, Kontakt zu seiner toten Frau Padme herstellen zu können, hierzu aber gleich mehr. Lord Momin benötigte 8 Versuche, bis das Tor zur dunklen Seite geöffnet werden konnte. Bei jedem Scheitern war Vader so erzürnt, dass er Momins aktuellen Wirt tötete und dieser unter anderem auch in einen Sturmtruppler, einer imperialen Offizierin und zu guter Letzt in einen imperialen Bauarbeiter schlüpfte, bis Momin das finale Design fertigstellte. Die Festung wurde direkt über einem ehemaligen Sith-Tempel gebaut, der sich in den Gahen-Ebenen in einer Höhle befand. In dieser Höhle war die dunkle Seite der Macht besonders stark und konzentrierte sich auf einen bestimmten Ort. Viele Jahre zuvor baute Vader sein rotes Lichtschwert in genau der gleichen Höhle. Später trug Snoke, der oberste Anführer der Ersten Ordnung, einen Ring mit einem Obsidianstein, der ebenfalls aus genau dieser Höhle stammte. Wie der Kyber-Tempel in Jedha City hat auch die Festung 2 Resonanztürme. Beide waren aus schwarzem Obsidian, kanalisierten die dunkle Macht und verstärkten Vaders Verbindung zu ihr. Dies war auch der Grund für das ungewöhnliche Design der Festung. Vaders erster Versuch, das gerade erwähnte Tor unter der Festung zur dunklen Seite zu öffnen, hatte katastrophale Folgen für Mustafar und er musste sich dem daraus resultierenden Aufstand der Mustafarianer widmen. Diese zerstörten die lokale imperiale Garnison, aber Vader konnte die Macht durch seine Festung verstärken und die Aufständischen vernichten. Nachdem er den Aufstand niedergeschlagen hatte, konnte Vader endlich das Tor durchschreiten und seine Frau suchen. Doch düstere Visionen vernebelten alles und er konnte nicht das Geringste sehen. Voller Hass und Zorn zog er sich zurück und zerstörte daraufhin das Portal. Nach dem Tod des dunklen Lords stand die Festung alleine und verlassen dort und durch das fehlende Machtschutzschild, welches die Festung umgab, war sie vor den Umwelteinflüssen des Vulkanplaneten nicht mehr ausreichend geschützt. Die Festung verkam zu einer Ruine und war später nichts mehr als ein Haufen Schutt und Asche. Das Gelände, wo sich einst die Festung befand, wurde schließlich von den Alasmek von Vincent geschützt, einem Sith-Kult, der Mustafar kolonisierte und die Ruinen sowie das bewaldete Areal von Korvax-Fan beschützte. Im Jahr 35 nach der Schlacht von Yavin bewachten die Almasek-Kolonisten noch immer die Festung bei Korvax-Fan, wo sich auch einer der beiden Sith-Wegfinder befand. Die Kolonisten wurden schließlich vom neuen obersten Anführer der Ersten Ordnung, Kylo Ren, und seinen Sturmtruppen niedergeschlagen, die nach Mustafar gereist waren, um Vaders Wegfinder zu holen, um damit den Weg nach Exegol zu finden. Und damit wären wir mit diesem kurzen Video auch wieder am Ende angekommen. Wie immer hoffe ich, dass euch die kurze Übersicht gefallen hat. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder hinterlasst mir einen Daumen nach oben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.